Professor Remus Lupin zählt zu den beliebtesten aller Harry Potter Charaktere, für mich ist aber eigentlich die tragischste Figur in der gesamten Romanreihe. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Aber als erstes zeige ich euch mal seinen Zauberstab. Und zwar in der Charakteredition. So sieht die aus. Also die Verpackung der Charakteredition. Hier steht auch direkt nochmal der Name drauf. Professor Remus Lupin. Und wenn wir das hier abnehmen, dann sehen wir direkt den Zauberstab. So sieht der aus. Eine genaue Nachbildung aus dem Film. Ist schön gearbeitet, sieht aus, als wäre er aus Holz, ist er aber nicht. Der besteht nämlich aus so einem speziellen Kunststoff. Das wird im sogenannten Coldcast-Verfahren hergestellt und ist ein Metallkern drin. Deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Übrigens, ein Namensschild ist immer nur bei der Charakteredition dabei, bei den anderen nicht. Das kann man dann hier an die Verpackung dran klippen und zum Beispiel so im Regal aufstellen, wie wir das hier auch gemacht haben. Oder alternativ sich eine Zauberstab-Wandhalterung besorgen. Da gibt es extra nochmal was, wo man das hier dran stecken kann. Im Buch besteht der Zauberstab übrigens aus dem Holz einer Zypressenart. Ist aber nicht genauer definiert, welchen Baum da eigentlich gemeint ist. Und der ist 10¼ Zoll lang und hat als magischen Kern, das ist jetzt richtig spannend, ein Einhornhaar. Ist cool, oder? Dass der Werwolf gerade ein Einhornhaar als magischen Kern hat. Naja, sei es drum. Also, warum ist Lupin jetzt eigentlich so eine tragische Figur? Eigentlich ist es so einfach ein sympathischer Kerl, der eigentlich weiß, was er tut, oder? Ja, aber er hat einfach so viele Schicksalsschläge erlitten. Das fing ja einfach ganz früh an, dass er so früh als kleiner Junge von Fenrir Greyback gebissen wurde und dann zum Werwolf mutiert ist und dadurch halt auch eine schwere Schulzeit hatte mit wenigen Freunden und er musste bei jedem Vollmond dann halt rüber in die heulende Hütte und sich so ein bisschen von den anderen abkapseln. Und danach wurde es halt auch nicht einfacher als Erwachsener. Erst findet er keinen Job und dann findet er doch mal einen Job und zwar in Hogwarts, aber muss nach einem Jahr gleich wieder gehen, weil die Eltern nicht wollen, dass ein Werwolf ihre Kinder unterrichtet. Und danach verliert er auch noch seinen besten Freund Sirius Black. Und das ist ja ganz tragisch, er war ja auch noch anwesend. Das heißt, vielleicht hätte er es ja irgendwie verhindern können, hätte er irgendwas anders gemacht. Und dann, zwei Bücher später, erwischt es ihn und seine Frau auch noch selbst, direkt nachdem sie ein Kind bekommen haben. Also wirklich eine sehr traurige Figur. Trotzdem finde ich es jetzt nicht richtig schlimm, dass er gestorben ist. Moment, das muss ich jetzt erklären, bevor ihr mich jetzt alle wieder für herzlos haltet. Ich finde einfach, dass das Ableben von so wichtigen Charakteren dem Buch nochmal so was Realistisches gibt. Es ist nicht so dieses Friede, Freude, Eierkuchenende, sondern dass Fred dran glaubt und auch Lupin und Tonks und noch ein paar andere. Das gibt dem einfach ein ganz anderes Feeling. Es ist echt eine Geschichte für Erwachsene. Und das macht es am Ende auch ein bisschen für mich aus. Das ist der Reiz der Bücher.